ich äußerst selten wirklich dahinter geschaut habe. Was steht eigentlich hinter meiner Angst? Woher kommt es eventuell? Und welche Themen kommen da einfach noch auf? Ja, also ich habe mir das eher wie ein Krankenhaus vorgestellt. Ja, war positiv überrascht, dass es doch ganz anders ist. Also es ist eher wie ein Hotel oder wie man sich vielleicht eine Kurklinik vorstellt. Also man kann sich wirklich wohlfühlen hier. Ja, alle tragen eigentlich dazu bei, dass man sich hier auch zu Hause fühlen kann. Es sind Menschen wie du und ich, die eben ein Problem in ihrem Leben haben, mit dem sie gerade nicht mehr zurechtkommen und wo sie einfach Hilfe benötigen, um es zu bewältigen. Und ansonsten ganz normale Menschen, mit denen man seine Freizeit verbringen kann und auch mal was unternehmen kann, auch schöne Gespräche führen kann. Also das hat mich wirklich beruhigt. Solche Fortschritte machen kann und so viele Erkenntnisse gewinnt. Ich bin hier angekommen und habe überhaupt keine Kraft und Energie mehr gehabt und gehe hier wirklich gestärkt raus und freue mich wieder auf das reale Leben außerhalb der Klinik. Das war auch eigentlich mein Ziel, warum ich gesagt habe, ich möchte hier in diese Klinik gehen, weil ich das daheim hätte ich nicht die Kraft gehabt, das zu schaffen. Und das ist mir hier eigentlich gegeben worden. Die Neugier auf einer Seite und die Herausforderung und den Willen und dann schafft man das auch.